So, nachdem wir gerade eine sehr, sehr mysteriöse Begegnung in der Umbral-Dimension hatten, gehen wir jetzt wieder auf etwas konservativen Wegen, den Glockenweg entlang. Wir haben eigentlich nur noch eine Direction, die wir gehen können. Genau. Ich finde das aber auch charmant, dass man immer wieder zurück zu diesem Pilgerweg geleitet wird. Dass der immer so Dreh- und Angelpunkt ist. Dann also, ich finde auch geil, also über wie viele Wege man an die Brücke rankommt. Das ist Ja, halt auch voll, schon ne? geil. Ja, die haben sich halt echt, ich finde, sie haben sich wirklich sehr viel an Dark Souls 1 abgeguckt, ne? So, da war das ja auch so mit dem Firelink Shrine, dass du immer dahin zurückgekehrt bist von eigentlich von überall so gefühlt. Oh, das ist. Hier ist Boss Area, ich kann dich noch nicht begleiten. Jetzt bin ich da. Heilige Widerhall der Beharrlichkeit. Der wird noch von irgendwas geschützt. Ja, ich mal eher hab, sub. Oh, er hat mich gegriffen. Uiuiui. Ich wollte gerade sagen, den Hau wäre richtig zu klumpen. Er hat mir einen Lebenspunkt gelassen. Ich zieh mal was. Kritisch? Hat ihn kritisch? Ich finde es so angenehm, dass man auf die Gegner einschlagen kann, während sie am Boden liegen. Das nervt mich halt sehr. Wenn sie am Boden liegen, haben sie so eine kleine Phase, in der sie nicht getroffen werden können. Ja. Und ich treffe meine Opfer gerne, wenn sie am Boden liegen. Ist es eigentlich Lies of Pi oder Pi? Pi. Okay, weil ich höre in YouTube-Videos immer alle Konstellationen, die es gibt, gefühlt. Nee, es ist ja Lies of Pinocchio. Okay, macht Sinn. Ja. Und der Buchstabe P wird auch nicht Pi ausgesprochen. Ja, ich Wie mit weiß auch Pi nicht, auch. aber irgendwie. Pi. Nee, es ist Lies of Pi. Ah, hier ist ein Zauber drin gewesen. Robustheit, Adios. Ist ein Inferno-Zauber. Und hier ist ein neuer Speicherpunkt, aber jetzt haben wir hier den Dings erledigt. Den brauchen wir, glaube ich, nicht. Aber der Klassiker, immer mal hier in der Gegend ins Umbral schauen. Genau. Hier ist nichts. Hier hinten liegt noch was. Das ist ein großer Klumpen hier, Ressourcenklumpen. Das Hier ist verbessertes blutiges Beil, also eine neue Wurfwaffe. Ach, guck mal, hier ist wieder der Übergang. So, also hier geht es einmal nach oben. Oh, ein. Ah, shit, hatte ich. Reicht nicht. Doch, obwohl, reicht. Oh, doch, das reicht. Doch, doch, doch. Oder? Oder? Ja, Nö, was? Irgendwie hat es gar nicht gezählt. Was war das denn? Nee, Oh, und gute Nacht. Ach, Junge. Oh, hier sind irgendwo. Irgendwo ist ein Fernkämpfer. Ach, da hinten. Ach, aber guck mal, jetzt hat man schon mal gleich einen Fernkämpfer, der ein bisschen weiter weg ist. Der richtig auf 15 geht. Meter. Jetzt wäre die Frage, ob ich ins Umbral gehe. Ich geh mal ins Umbral. Ja, mach mal. Mit der Lampe hier rüber gehen. Ja, während der dich beschießt. Der dich anwerft, ja, das ist ein bisschen zu riskant. Hier geht's rein. Bist du noch da? Wo bist du? Ja, ich bin über dir. Über dir bin ich. Wie über mir? Du kannst dann leider hoch. Achso, ich wollte erstmal unten noch bleiben, bevor wir weiter nach oben gehen. Ach Gott, ich bin auch dumm. Ich bin schon wieder gestorben. Ach, direkt, weißt du, was übrigens direkt unter uns ist? Ist die Plattform, wo wir den großen Typen. Ah, ja. Ich sehe es gerade bei dir. Ja. Ach, funny. Hey, aber warte mal, wo steht denn dann jetzt deine Leiche? Die ist da oben, wo ich abgekratzt bin. Weil ich glaube,
da ist doch gar kein Weg mehr, oder? Doch, hier unten ist noch ein Weg, ja. Ich? Ja. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Ah, okay, ist ein Fernkämpfer. Ach, dich hat so ein großer hier erwischt, oder? Naja, der hat mir auf einmal eine Kopfnuss gegeben und da war wieder so ein Fass. Ich guck nicht mal hin, wenn ich die Leute hier runterschubse. Oh. So cool mache ich das jetzt wahrscheinlich. Ah, aber hier unten liegt noch ein Item. Guck mal. Da unten. Ah. Lieber, hier war auch noch ein Durchgang. Oh. Schon ein neuer Runenstern. Oh. Ich glaube, ich kann immer noch keine Sterne. Guck mal, hier kannst du eine Leiter runter machen. Guck mal, das ist auch die Leiter, wo du dich die ganze Zeit gefragt hast. Wo komme ich da dran? Ist von dem Savepoint da unten. Ja, gut, aber dann brauchen wir hier auch nicht runtergehen, weil das können wir uns sparen. Das heißt hier die Leiter hoch. Mhm. Hörst du gerade einen runtergeschubst? Nee. Oh, da ist gerade einer runtergeflogen. Was war das denn? Hat sich einfach vor Ehrfurcht schon in den Tod gestürzt, bevor wir kommen. Ja, hier liegt nämlich auch seine Überreste lang jetzt hier gerade noch rum. Ach, diese Fernkämpfe. Ja, und hier ist auch ein. Ach stimmt, da oben ist wieder das Auge. Am Himmel. Hier sind die laufenden Figuren und da ist ein Fahrstuhl, der nach oben geht, der an einem Seil hängt. Oh nein, falsches Item. Läuft auch überall der Regen runter. Ach scheiße, der schon wieder. Oh, shit. Hilfe, Hilfe. Und das im Umbra, weil jetzt fliegen hier auch noch links rum. Ich krieg einen Anfall, wo sind denn hier die? Ach da. Okay, die beiden Fernkämpfer sind schon mal down. Oh nee, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich schleuder den Typen runter. Jo. Dann können wir nicht um die Motte. So, Motte down. Ah, wie ist hier? War hier ein zweiter großer oder habe ich den nicht runtergeschmissen gekriegt? Ich weiß es nicht. Okay, das war ja merkwürdig. Das war hier aber viel jetzt. Ja, hier lagen auch jede Menge Runen rum. So, also hier gibt es einen Fahrstuhl und eine Tür. Ja, ich würde sagen, erst den Fahrstuhl. Tür, ja, und da drüben ist sogar noch eine Leiter. Hier sind drei Wege. Also, ich hätte jetzt erst gesagt, große Leiter. Leiter? Hier links ist noch eine Leiter nach oben. So. Ja, dann erst in die Tür. Dann rein. Oh nein. Ach komm. Ach shit, schon wieder so. Ich zieh mich raus. Ja. Ich bin nicht rausgezogen. Shit, die stehen mir hier alle im Weg. Ja. Gott, ich bin fast dead und ich hab nichts mehr zu healen. Oh, und er heilt sich, er heilt sich, er heilt sich und ich hab nichts mehr zum Heilen. Ja. Ich zieh ihn raus. Ja. So. Weg. Ja, richtig on the edge hier. So, hier ist der. Ist der Blutvergießer als. Das ist auch wieder eine Nahkampfwaffe. Sehr gut. Also eine kleine Waffe. Ah, jetzt ist eine neue Motte aufgetaucht. Neue? Ja, in den Raum hinten. Ich komme hoch die Leiter. Ja, okay. Da kann die Motte wenigstens nicht hoch. So. Ich weiß gar nicht, erst der Fahrstuhl oder erst hier lang?
der, ich glaube, der Blutvergießer, der macht sogar einen Statuseffekt, aber den habe ich jetzt natürlich nicht aufgelevelt. Ich würde hier erstmal annehmen. Der Fahrstuhl, das ist wieder wahrscheinlich was richtig, also das ist eher was das richtig neu. Das wird nur ein ganzes Eckchen sein. Ah, shit, ich habe einen Springer. Aber ich habe auch einen. Oh shit, wir haben auch gleich wieder die Geister. Ah, ich kann ihn in Dings setzen. Ja, ich kann das setzen. Ja, sehr gut, dann macht das. Ja. Jetzt kommt nämlich auch gleich wieder der Dings, der die Verfolgergeister, die roten Geister. Das wollen wir nicht. So. Lass mal einmal aufstehen. So, jetzt habe ich Beständigkeit und Dings auf 140. Ach, warte mal, ich kann leveln. Ja, nee, kann ich doch nicht. Ach. Ich vergesse mal, dass ich die blöde Magie noch habe. Oh, Vorsicht, hier ist noch ein Schild hin. Oh, die sind irgendwie geschützt. Die sind geschützt. Warte, ich guck. Ach, hier. Ja, und ein großer. Ey, genau. Ich krieg einen Rappel. Ach shit, jetzt sind beide großen hinter mir. Warte mal, ich mach mal kurz. Weil du bist ja eh tot, ne? Ja. Hast du gesehen, wo das lag? Direkt am Anfang. Also von, wenn du durch die Tür gehst, direkt. Also links steht der mit dem Schild. Mit dem Hammer. Vielleicht kann man die einen nach dem anderen eher locken. Jetzt ist das Schild weg. Okay. Ah, Vorsicht, da hinten ist der Fernkämpfer. Okay, den haben wir. So, jetzt müssen wir irgendwie den Schwertkämpfer. Warte. So, Fernkämpfer ist weg. Also einer zumindest. Warte, den anderen ziehe ich runter. Nice, guck mal, wir ziehen beide runter. Passt rein. Ja, so geht's auch. Das war beherrschbar. Geil. Ich geh mal kurz nach oben. Ja. Hier liegt noch Zeug auf dem Steg. Mindere Salze und Ring des Schleuderers. Ich glaube, das ist ein Ring, mit dem man besser mehr Schaden mit Wurfsachen macht. Hast du die Leiter gerade runtergelassen oder war die? Nee. Ach, schau mal, was da unten ist. Da ist diese Plattform, wo wir mal gegen die drei Typen gekämpft haben. Da sind relativ viele. Und da war ja auch der eine Hebel, der wo stand, dass der Mechanismus kaputt ist. Das ist der Fahrstuhl da hinten. Hier, der hier. Alter, ich komm. Und da, jetzt kann man deine Stimme auch benutzen. Aber hier war noch eine Tür, also wir müssen gleich wieder nach oben fahren. Ja. Genau. Jetzt ist quasi nach links der Weg zurück, wo wir den See weggemacht haben. Ja. Aber hier war für uns. Ja, also. Es ist voll nice, wie alles, wie man so, ach guck mal, jetzt bin ich wieder hier, aber es bringt halt absolut gar nichts. Ne? Weil du hast hier noch nicht alles gemacht, ne? Ja, aber die Abkürzung da unten, da war man ja schon. Ja, aber vielleicht hat man ja zum Beispiel den Umbral-Weg oder so nicht gemacht. Oh, schon. Ja. Oh, guck mal, hier ist ein Anbetungsraum. Andere. Das sieht auch wieder so gut aus, wie hier das Licht durchleuchtet. Mhm. Oh, die sind alle protected. Und hier sind Schnitter. Und ich bin kaputt. Ist nur die Frage, ob man überhaupt ins Umbrallen muss. Oh shit. Hier sind zwei. Ja, jeder ein.
einer ist weg. in die Wand reingetuscht. Rein mit dir. Und der hat auch wieder eine Rune dabei. Eine dreieckige. So. Was liegt da? Tja. Also wir können aus Umbra zurückkehren und hier sitzt halt irgendwie so ein... Ach, aber hier liegt gar kein Item. Doch, der Segen der Klerikerin als Ring. Okay. Und ich kann hier aus Umbra zurück. Was macht der? Warte mal, schauen wir kurz. Ring des Schleuderers erhöht den Schaden von Wurfgegenständen. Segen der Klerikerin erhöht heilige Verteidigung. Okay. Aber cooler Raum auf jeden Fall. Ja. Ach, nett. Dass man hier so ein Flüstern hört. Ja. Diese Gebete im Hintergrund. So, das heißt, wir können hier eigentlich wieder nach oben, ne? Mhm. So ein bisschen so der Gegenraum zu diesem einen, den wir in der Tiefe oder in der Kanalisation gefunden haben, wo die den Adyr in diesem rot beleuchteten Raum angebetet haben. Ah, ja, ja, ja. So, nochmal kurz speichern. Mhm. Und jetzt ist nur noch der Fahrstuhl übrig. Jetzt der Fahrstuhl, ja. Ah, nee, falsche Richtung. Moment. Nee, hier geht's zurück. Jetzt ist der Schildheini hier vorne. Versuche ihn mal mit dem aufgeladenen Kick zu erwischen. Sind wir wieder, das ist wieder diese blöde Plattform. Na, so bin ich einfach, wir können einfach in den Fahrstuhl rennen. Wenn du jetzt kommst, dann... Oh Gott, ich habe das falsche Heil-Item genommen. Bist du mit ihm, fährst du jetzt den Fahrstuhl hoch? Der Typ ist einfach da drauf gesteppt. Das ist aber auch geil, dass die das auslösen können. Ja, ich hab hier jetzt einen super Cage-Fight. Einfach. Guck mal, der eine Ritter, den wir hier in diesem Raum drin hatten, der ist nur einmal da gewesen. Der taucht nicht wieder auf. Ey, nein! Oh, ich wollte runterfahren und jetzt ist er wieder hier drin. Ja, bring ihn wieder runter hier. Ja, ich komm. Oh, das sieht ja aber auch so geil aus, dass die nassen Holzplanken, in denen das Licht schimmert. Ist er noch da? Ist er immer noch da? Ja, ja, ich weich hier. Er hat ja auch immer noch irgendwie sein Schutzding. So, jetzt ist er. Ach, ey, jetzt hol ich mir aber auch alles hin. Jetzt die Tür raus. Reicht's aber mal. So. Geil, ey. Hätte ich auch nicht gedacht, dass sie das auslösen können, ey. Das finde ich aber immer cool, wenn quasi für die Spielfiguren dieselben Regeln gelten wie für den Spieler selbst oder dass da bestimmte Funktionen darüber gehen. Oh, schau mal, wie das jetzt dann hier das Wetter umschlägt. Jetzt sind wir quasi über das über den Regen rüber und schwuppdiwupp wieder den Wolken, schönes Wetter. Das muss etwas schöneres Wetter. Auch wieder schöne Lichtstimmen. Ja. Nach der ganzen Dunkelheit und Tiefe endlich wieder ein bisschen Sonne. Heiliger Schutz. Ja, ey, guck mal hier runter. Das sieht schon cool aus, ne? Ja, halt einfach auch, dass man wieder sieht, wo man überall war. Ach, ich liebe das, ey. Das ist echt immer schön. Ach, guck mal, und hier ist ein Bonfire. Und ist auch wieder ein schöner, an der Klippe entlang Gehweg. Mit Gras und Baum, also genau das Farbspektrum auch, was cool ist in dem Spiel. Also
Felsen und so ein bisschen Gras, ein bisschen Bäume, das sieht halt auch in dem Game total cool aus. Ja. Das Holz, wo die rumliegt. Hier kommt gleich die Szene, die ich als Eröffnungsszene im Testvideo drin hatte. Das war das erste, okay. Das erste Ding. Hm. Also erst, wir müssen das noch draußen vorbei, aber hier ist diese. Die habe ich auch mit Absicht genommen, weil ich fand, dass das fasst irgendwie so diese Stimmung von diesem Spiel so gut zusammen. So dieses Ritterding. Oh shit, da war ein Springer. Aua. Frage ist, wo wirst du wieder? Ist da. Da, da. Gut ist, man kann die zumindest in die Tiefe auch ziehen. Also man kann ihnen nicht die Seelen rausziehen, weil sie ja keine Seelen haben, aber man kann sie in die Tiefe ziehen. Ich hole uns wieder zurück. Genau, der Weg ist hier noch weg. So, machen wir hier noch die Tür auf. Genau, das hier, dieser Aufgang, dieser Weg entlang hier, wo dieser Schildtyp jetzt kommt. Das ist die erste Szene im Testvideo gewesen. Ach, krass. Ich finde, das fasst es halt auch, also das ist so, das sieht einfach so gut aus, dieser Burggang entlang, dann da hinten zu den Felsen und den Bäumen und dem Gras begegnet. Das ist so eine hübsche Stelle hier. Hat mir gut gefallen. Ah, hier müssen wir eh wieder ins Umbra. Heilige Karte des Hauses der heiligen Brüder ist hier. Aber warte mal. Ja, auch hier wieder so ein Holzweg, der in so einer schönen Holzmauer vorbeiführt. Ich hole uns mal ins Umbral, weil da ist ein Weg. Ist auch noch eine ganze Wand. Und auch noch so ein Mechanismus, den man auslösen kann. Und auch eine Tür aufgeht. Ah, da. Das genau. Ah, genau, jetzt ist es weg. Schnitter. Oh. Ihn gar nicht erst zum Schlag kommen lassen. So, ich kann hier was rausziehen. Das ist verfluchte Panzerhandschuhe, verfluchtes Beinkleid, verfluchter Panzer, verfluchter Helm. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Rüstset. Ich glaube aber, das ist ein schweres. Ich glaube auch. Das ist das zweitschwerste. Also ich habe das an, was am schwersten ist, so. Und das ist, kommt da direkt danach. Also nichts für dich. Sieht aber ganz cool aus auch, weil du so verfault bist überall. Oh, was hast du denn gemacht? Ich glaube, das ist auch ganz gut gegen Feuer. Ja, das hatte irgendwas hatte das. Stimmt. Ach, guck mal, jetzt kommen wir von hinten an diese Plattform ran. Ich hab da einen Versprung angegriffen. Oh, hier ist ein großer. Haha, kriegt nicht mal den ersten Schlag hin.
Und auch wieder eine Glocke. Ne? Also, das ist so krass, wie sich dieses ganze Glockenmotiv so durchs Spiel durchzieht. Aber schau mal, von hier oben kann man jetzt dann auch diese Lava-Landschaft da hinten ganz gut sehen. Oh ja, guck mal mit dem Typen, der da so durchwandert. Ja. Das wäre halt crazy noch, wenn die sich wirklich bewegen würden, so, ne? Das wäre der Hammer. Das wäre... Ja, wäre was für einen zweiten Teil. Ja, so. Dann muss ich alles beim ersten raushauen. Ich hoffe halt wirklich, dass sie den zweiten machen, dass es richtig erfolgreich ist. Ich auch. Lies of P hat er jetzt schon gemeldet, 1 Million Verkäufe, also da ist die Chance auf den zweiten auch schon sehr gut. Okay. Mega. Was echt cool ist, aber ich hoffe echt, also ich hoffe wirklich, dass die Startschwierigkeiten das Ding hier nicht zu sehr killen. Es ist so schade drum. Und ist auch so ärgerlich, wenn man dann irgendwie so von manchmal so liest und denkt, oh ja, das ist so eine billige Souls-Kopie. Also, nee, das ist irgendwie eins der coolsten Souls-Spiele. Das ist halt nicht nur eine billige Kopie. Es ist eine verdammt billige Kopie, ne? Also, dafür macht es zu viele eigene Sachen, aber auch das ist schon. Sie hätten halt, also ich glaube, marketingtechnisch wäre es für sie schlauer gewesen, wenn sie wirklich das eher so angepriesen hätten, von wegen, ey, das Ding hier ist wirklich Next Gen. Kauft euch eine neue Grafikkarte, so. Ja, das stimmt. Das wäre smarter gewesen, weil die Leute, also, ja, die sind heutzutage einfach so überdrüssig, weil alles scheiße läuft von der Performance. Wobei das ja, wenn man, sagen wir mal, wenn man die Performance-Probleme durch sowas wie, dass halt die Shader erstmal aufgebaut sind und vielleicht Traversal Starters und so weg sind, dann geht es sogar halbwegs. Also, also ich habe gar keine, nach den Patches, das läuft bei mir super flüssig mit immer so 90 FPS, also auf hohen Einstellungen. Das ist dann gar nicht mehr so viel. Das geht. So krass ist es gar nicht mehr. Auf gar keinen Fall, nee, aber so die, trotzdem wahrscheinlich nicht jeder hat halt dann eine 3080 oder noch höher im Rechner. Und dann installieren sie das, dann läuft das kacke und die denken wieder, wieder unoptimiertes Spiel, aber nee, das ist halt, verbraucht halt einfach ein bisschen was. Aber halt, weil es halt auch muss, nicht weil es kacke optimiert ist. So. Ja. Und das hätten die besser kommunizieren müssen, weil ich lese die meisten negativen Sachen sind echt einfach wegen der Performance. Da werden die meisten von wahrscheinlich nicht den stärksten Rechner stehen haben. Nee. Das wäre, ich glaube, das. Aber ist natürlich dann auch ein Commitment, ne? Weil wahrscheinlich denken die sich dann, ja gut, wenn wir das jetzt aber sagen, dann sind die Verkäufe wahrscheinlich auch wieder nicht so geil, weil dann die Leute das nicht kaufen, weil sie denken, läuft nicht. Ein zweischneidiges Schwert, aber dann wäre das Image wenigstens besser. Was halt zumindest ganz gut ist, dass es halt nicht im Game Pass und so drin war. Also zumindest, also wer es haben wollte, muss es halt auch tatsächlich einfach kaufen. Ne? Also, kann ja schon mal ein bisschen helfen. Klar, Game Pass bringt auch Kohle rein, aber vielleicht dann von den Verhältnissen nicht genug. Ja, das ist halt die Frage. Ich weiß halt gar nicht, wieso das mit dem Game Pass... viel Kohle, die da bekommen. Also ich finde, das kommt immer super aufs Spiel an. Also für manche will Microsoft wahnsinnig viel zahlen. Da haben wir irgendwie, dass sie für Jedi Survivor irgendwie 300 Millionen angeboten haben. Oder für Mortal Kombat auch irgendwie so 250 Millionen. Für Mortal Kombat? Ja, was auch keiner so richtig verstanden hat. Und wiederum, weil das Geld wollten sie für 5 Millionen haben. Also da haben sie sich aber in den Arsch gebissen. Wobei man fairerweise sagen muss, das war halt noch zu einem Zeitpunkt, wo noch nicht... Wir sind rot. Warte mal, ich auch mal, wo ich ein Dings finde. Wo noch nicht hier, absehbar hier, war. Hier, Umbra. Oh, was ist hier? Hier ist da, wo wir herkommen. Und dann hier rein. Hier ist so eine Statue. Ja, Feinde in der Nähe. Jetzt alle sind um diese Statue herum. Und ich versuche, die auch wegzulocken. Ist noch irgendwie eine? Ja, ich glaube, jetzt kannst du wieder reinrennen. Ich glaube jetzt... Ja. Ich habe die auch weggelockt. Ja, das könnte klappen. Ja,
Und hier war wir gekommen, ne? Hier ist die. Ja, da kommen wir durch, wenn wir ins Umwall reinschauen. So, das heißt, warte mal, hier liegt noch was. Aber, woher weiß man die Zahlen? Haben die das veröffentlicht oder kam das jetzt durch den Rechtsstreit da mit? Also nee, das war, glaube ich, bei den Dings mit dabei, die jetzt aus diesen FTC-Unterlagen geleakt waren. Ah, wegen der Übernahme da, der Kram. Genau, Ja, wie gesagt, bei Bidersgate, das war halt noch aus Zeiten, wo die noch relativ am Anfang waren und wo das noch nicht schätzen war, dass das halt so ein Over-the-Top-Titel ist natürlich halt ein Gamble. Trotzdem ganz schön wenig gewesen wären für so ein. Das stimmt. Ey, das ist krass. Das ist echt krass. Hm? Dann haben sie wirklich nochmal das Level umgebaut. Hier man sieht es ja auch so ein bisschen an dem Torbogen. Was denn? Hier war in der ursprünglichen Testversion vor dem dritten Patch der Testversion, war hier ein Durchgang noch. Wohin? In den Raum dahinter. Echt? Und dann konnte man durchgehen. Was nicht wirklich Sinn ergeben hat, weil... Ach, man braucht doch einen Schlüssel. Einen Schlüssel brauchst, ne? Genau. Okay. Ja, und es gab noch so eine Stelle, wo sowas war. Aber warte mal, bevor wir hier weitergehen, will ich noch einmal runter, weil es müsste unten noch ein umbralen Weg sein. Echt? Ganz, ganz unten geht's nämlich da, wo wir uns zurückgeholt haben. Da geht's hier noch nach unten, oder? Hier, schau mal. Lol. Ich ja auch nicht gesehen bei mir. Ich hab jetzt schon wieder zwei Wege, die ich nicht gefunden habe. Oh Gott. Oh, ey, ich hole uns jetzt Umbral, weil das liegt unter Wasser jetzt hier. Hier hinten liegt nämlich was, und zwar Ring des leuchtenden Schwertes. Okay, was macht er? Oder das ist vielleicht dieses, dass das dann die Waffen in Dings umwandelt. Müssen wir mal anschauen. Was macht er? Also Waffen. Ja, so weit war irgendwie. Ja. Ich bin jetzt erstmal schnell, warte mal, wir gehen jetzt erstmal schnell wieder raus und gehen dahin, wo wir hochgekommen hätten. Mhm. Können wir nämlich erstmal zum Speicherpunkt, nicht zu dem, sondern... Nee, der hier geradeaus meinst du, ne? Hier ist ein Schnitter, genau. Jetzt kurz an dem Ritter vorbei, ignorieren den Ritter. Oben ist ein Scharfschütze, auch ignorieren. Jetzt holen wir uns erstmal hier den Speicherpunkt. So. Überreste von Bruder Jeremiah. Erstmal aufleveln. Mach schnell Rasten. Der Ritter kommt. Ja, der wollte gerade richtig auf den Hinterkopf hauen. Flott. So. Vielleicht sogar für nochmal aufleveln. Jo, Glücksfall. Agilität noch eins hoch. So. Oh, guck mal, wer hier wieder ist. Ach, guck mal. Vielleicht hat er jetzt schon die Sachen. This is where those men more deserving than I dwell. In the divine light of Judge Cleric's grace. It's quite something, isn't it? The sights, the sounds, the smells. Ah, what could have been? Hello again, friend. Nee, er verkauft's noch nicht. Noch geht's da nicht weiter. May your path be blessed. Gut. Ja, aber das ist ganz cool. Gibt's in der nächsten Folge schöne Burgumgebungen bei toller Beleuchtung. Machen wir hier erstmal Päuschen und beim nächsten Mal geht's weiter. Bis denn. Tschüss. Tschüssi.